Ja, Leute, willkommen beim nächsten Angeschaut. Und das ist dieses Mal Revenger von Adventure halt. Und das Ganze ist am 4. Juni rausgekommen. Pixelato ist der Entwickler und der Publisher. Kostet 4,99 € und hatte zeitweise 100%ige positive Bewertungen auf Steam. Und das nicht mal mit wenig Bewertungen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, kann nicht so schlecht sein. Dass ihr das jetzt hier so mit dem schwarzen Rand seht, wird sich gleich hoffentlich ändern, weil ich kann es hoffentlich in Vollbild umstellen. Ich wollte aber hier direkt mit dem starten, was hier halt zu sehen ist. Was ich cool finde, was viel mehr Games machen sollten, ist diesen Satz hier unten einfügen. Das ist wirklich für mich sehr praktisch, weil ich muss jetzt nicht zum Entwickler hinlaufen und sagen, hey, darf ich dein Spiel zeigen? Weil das erlaubt es mir schon. Also ich habe es hier schon direkt drin. Streamer-Mode, dafür muss man den Telefonzahn finden. Ich bin gespannt. Ah, Boost ist Zelle? Ach, Zies ist Zahn. Ich bin bescheuert. Entschuldigung, mein Englisch ist kacke. Gut, spielen wir das Ganze auf Deutsch. Revenger enthält einige intensive Szenen, die dich möglicherweise vom Stuhl springen lassen. Wenn du eine besonders empfindliche Erkrankung hast, zum Beispiel Epilepsie, Herzerkrankung oder eine andere, wähle den Entspannt-Modus. Wenn du eine intensive Erfahrung möchtest, wähle einen Modus Furchtlos. Ich bin furchtlos, ich habe vor nichts Angst. Hoffentlich bereue ich das nicht. So, ich möchte das bitte in Vollbild haben und 1920.080 mit 60 Hertz. Was? Steuerung damit. Nämlich Pfeiltasten. WASD, Space und E. Passt. So. Jetzt seht ihr das auch wieder in voll. Aber wie gesagt, ich wollte da unbedingt. Ich hätte vorher vielleicht mal testen sollen, wie laut das Spiel ist. Ich mach das jetzt mal nach Gefühl ein bisschen leiser. Alles begann wie ein ziemlich normaler Tag in Tim's Life. Okay, der pennt einfach wieder. Gamepad ist auch unterstützt und empfohlen. Ist mir shit egal. Der König wartet drinnen auf dich. So, das Spiel hat wohl angeblich 100 Enden. Tim hat die Heldenagentur angerufen, um einen Ersatz zu finden. Die Leitung hat technische Probleme. Richte dein Twitch-Streamer-Konto im Optionsmenü ein. Okay. Okay, ich habe die Telefonzelle gefunden. Also für alle, die das Spiel streamen wollen, herzlichen Glückwunsch, da ist die. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Du hast das Schwert der Legende. Leicht wie der Wind. In den Händen eines würdigen Helden lassen das Gewicht der Gerechtigkeit und die Mächte des Bösen fallen. Okay. Die Schaufel! Okay. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, ich sollte nicht hier hin. Wie gut, dass ich ein Gamer bin, der dann auch direkt erstmal dahin geht, wo er nicht hin soll. Hier nicht graben, du wurdest gewarnt. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Na, sterbe ich jetzt einfach? Grab tiefer. Ein klein wenig mehr.
Oh Gott. Tim schloss die Augen und erinnerte sich an diesen tückischen Wegweiser, als er in die bodenlose Grube fiel. Ironischerweise verhungerte er nur, weil es keinen Boden oder Aufprall gab. Drücke eine Taste. Sehr schön. Hey, ich habe mein erstes Ende freigeschaltet. Nur für 95,96% aller Helden sind so weit gekommen. Also fast jeder. Okay. Ich bin gespannt. So, also ich bin gespannt, wie viele Enden es gibt. Da. Der Schaufel. Da komme ich nicht hoch. So. Ist das da ein Item? Du hast einen Hinweis gefunden. So, zack. Hier weg. Du hast mich nicht gewarnt. So, Drachenhöhle. Vor den Drachen zu treten war nicht die klügste Entscheidung in Tims Karriere. Aber es würde wahrscheinlich die letzte sein, die er jemals treffen würde. Sein Kochpunkt war des Drachenfavorits. Des Drachenfavorit. Ah, 92%, 92,28% der Helden sind soweit gekommen. Die Namen auf der Haut von Tim ließen unseren Helden noch abenteuerlicher aussehen als zuvor. Ah, okay. Was ist das hier eigentlich? Okay. Wahrscheinlich gibt es doch auch das Ende mit, hey, du wurdest von dem Viech gefressen. Vor allem, was ist hier unten drunter? Und zack. Ich frage mich, wie viele Leute überhaupt zum König reingegangen sind. Haha. Okay. Zack, zack, zack. Der Weg des Helden führt am Schwert vorbei. Der Weg des Helden führt am Schwert vorbei. Wahrscheinlich dahinter. Wahrscheinlich muss ich einfach nur dahinter durch so einen Geheimraum gehen. Irgendwie sowas. Warte mal, kann ich? Nein, kann ich nicht. So. Da liegt er! Da liege ich, guck mal! War klar. Jo! Geht mal bitte weg. Diese Früchte wurden vom Drachen komplett zerstört. Gott sei Dank lagern unsere restlichen Lebensmittelvorräte sicher unter der Erde.
Was? Tim erwartete, dass diese kleinen Diener harmlos sind oder zumindest nur ein Herz seines Lebens rauben. Ratet mal, genau das haben sie genommen. Das schwache und kleine Herz von Tim. Bitte nervt das. Nervt das, logischerweise. Prozent aller Helden sind soweit gekommen. Jeder in der Stadt wusste, dass Tim ein herzloser Bastard war, also war die Wunde nicht so schlimm für ihn. Aber vielleicht war es doch keine schlechte Idee, das nächste Mal ein Schild zu tragen. Was ist das hier eigentlich? Okay, scheiß auf den Stein. So. Und wir schwimmen. Der Laden. Der Laden. Ich bin zu 100% ausverkauft. Es tut mir leid, keine Sachen für dich. Okay, und jetzt? Das ist ja ätzend. Moment. Ha! Wusste ich's doch. Du hast das Lava-Schmuckstück. Heißt, ich kann jetzt durch Lava latschen, oder was? Okay. Ach so, Moment. Ich brauche doch bestimmt die Dings. Die Truhe. Die Schaufel. Die Schaufel brauche ich auf jeden Fall. Ich vermute mal, dass mit hey, so und so viel Prozent der Helden sind soweit gekommen, eigentlich gemeint ist diese Anzahl an Enden. Haben bisher so und so viele nur erreicht. Zack. Es ist gefährlich, allein zu gehen. Lass das Gewicht auf die Mächte der Bösen fallen. Der Weg des Helden führt am Schwert vorbei. Okay, hier ist aber nichts. Na gut. So hoch komme ich nicht, ne? Verflucht. So, kann man hier irgendwo buddeln? Ne, scheinbar nicht. Okay, da war ja das Lava-Schmuckstück.
Okay, den Sprung schaffe ich nicht. Noch nicht. Doch, so schaffe ich ihn. Da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Okay, da komme ich glaube ich wirklich nicht. Nee, also mir fehlt es ja an Höhe, mir fehlt es ja nicht an Reichweite. Okay. Gut. Ich verstehe noch nicht, was das hier soll. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja gut, dann würde ich mal sagen. Gehen wir wieder hier lang. Stimmt, da hätte ich auch einfach. Ja, okay, das war ein bisschen bescheuert, wie ich es jetzt gemacht habe. Moment, da stand was! Da stand was! Ich will wissen, was da stand. Okay, er teleportiert mich aber immer wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Jo. Was soll ist das denn? Ein Metroid. Die Probe von außerirdischen symbiotischen Parasiten gelangte schnell in den Körper von Tim und verwandelte sich in einen schwarzen Anzug. Tim fand das so cool und rannte schnell nach Hause, um sich im Spiegel zu sehen. Magen- und Darmparasiten. Das ist geil. 85,25% aller Helden sind so weit gekommen. Ja, ist gut. Ich finde den cool. Tim erwartete, dass er mit diesem Anzug eine Art von Macht erlangen würde, aber das Einzige, was er bekam, war schwerer Alien-Durchfall. Zumindest hatte der Anzug seine Größe. Das ist super. Das ist echt geil. Oh, schön. Ja, über sowas kann ich lachen. Spring ich gerade höher? Oder bilde ich mir das jetzt gerade nur ein? Das können wir hier testen. Ne, ich bilde es mir nur ein. Und ja, ich habe den Hinweis da oben gesehen. Also den holen wir auf jeden Fall. Auch wenn hier der Durchgang gar nicht nötig wäre. Okay. Naja, gut. Hier lang, bitte. Da-da-da-da! Das Lava-Schmuckstück. So. Brauche ich ja nicht. Ich weiß trotzdem gern, was da drauf steht, aber. Zack. Und. Diesmal
höppeln wir mal. Hier lang. Tor der 99 Pfade. Okay. Ich komme da aber leider nicht durch. Bin ich dafür zu leicht? Okay, Moment. Was ist das? Okay, jetzt bin ich überfragt. Ich wollte eigentlich hier landen, aber es scheint nicht zu gehen. Der hat mich letztes Mal gekillt. Ich habe mich nämlich schon gefragt, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass das hier so ein Secret Gang ist. Du hast die Hakenklaue. Ich frage mich, ob ich das richtig verstanden habe und wirklich ohne das Schwert das Spiel spielen muss oder ob ich... Zack. Ah, Bomben. Oder ob ich das falsch verstanden habe. Moment. Da. Ha. Okay, wir gehen erstmal hier rechts lang. Sehr schön. Da den Lever ziehen wir. Zieh den Lever! Okay. Die Macht ohne Grenzen ist an der Spitze des Tempels versiegelt, außerhalb der Reichweite von der dunkle Lord. Das ist sehr wichtiges Deutsch, möchte ich angemerkt haben. Und da ist wieder so eine kleine Krone. Du hast einen Hinweis gefunden. Oh, Kacke. Nur einer dieser Wegweiser in dieser Kammer lügt. Nur einer der Wegweiser in dieser Kammer lügt. Okay. Dies war nicht der richtige Hebel. Die Truhe auf der linken Seite enthält etwas Verderbliches, die rechte enthält etwas Dunkles. Und tot. Tim konnte dem Geruch von köstlichem Bier in dieser Truhe nicht widerstehen, obwohl die Stachelfalle an den Seiten des Raumes eine ziemlich offensichtliche Botschaft aussandten.
Oh Mann, ich bin so durstig. Prozent, 81,91% aller Helden sind so weit gekommen. Diese Stacheln füllten das Loch in Tims Magen, aber nicht seinen Abenteuerdurst. Ich hab's auch. Zack, 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 zack. Schack. Ich muss erst die Schaufel mitnehmen. Und nimm mit. Danke. Damit haben wir die Schaufel. Ach, Moment. Zack. So, zack. Hoch hier. Also, vor allem, bis jetzt habe ich auch kaum was gesehen, was das Schwert überhaupt rechtfertigt. Also, außer für diese komischen Hundviecher. Ich würde sagen, sind Hunde. Ich habe keine Ahnung, was das sind. Diese komischen Viecher, die mich schon gekillt haben. Ja, komm, gepär. Habe ich bis jetzt nichts gesehen, was mir gefährlich werden könnte, wo ich mit dem Schwert gegen ankommen muss. Also, keine Ahnung. Ups, achso, ja, na gut. So. Na, 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 hallo Drache. Nochmal röstest du mich nicht. Da liegt eine Krone. Verdammt. Ganz oben ist das Herz. Ja, komm raus. Okay. Das ist echt ein cooles Item eigentlich. Achso, deswegen bin ich hier nicht weitergegangen, weil ich nicht weiterkomme. Oder komme ich irgendwie weiter? Doch, da vorne käme ich weiter. So. Okay. Ist mir zu doof. Wahrscheinlich gibt es doch auch das Ende mit: Hey, du hast dich selbst in die Luft gejagt. Ich möchte fast drauf wetten. Okay. Zack, 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 zack. Und da musst du ja da. Ach Gott. Der dunkle Stein veranlasste Tim, den falschen Hebel zu drücken und verwandelte seinen Körper in eine perfekte flache Matte. Ja. Bitte was? Nachdem sich Tim irgendwie erholt hatte, beschloss er, die Stimmen in seinem Kopf zu ignorieren, keine extreme Entscheidung mehr zu treffen und stattdessen einen Mittelweg anzustreben.
Erstens, wie sieht der denn jetzt aus? Zweitens, war das jetzt gerade echt ein Hinweis? Entzieh den mittleren Hebel, du Idiot. Hoch hier. Hier durch. Und so. Also ganz ehrlich, das erinnert mich an so viele kranke Spiele. Aber ich hatte vorhin eins, was, wo ich gesagt habe, das ist genau das und ich komme gerade nicht mehr drauf, welches das war. Ja, hier, komm, gib her. Achso, stimmt. Ich musste mich ja hochziehen. Ich weiß gar nicht mehr, an welches Spiel mich das so extrem erinnert. Ach hier, an Mint, richtig. Also, wer Mint nicht... Minute heißt es, glaube ich, richtig. Minute oder Mint? Ach, ich bin mir nicht sicher. Ich denke, die meisten werden wissen, welches ich meine. Das, wo man eine Minute Zeit hat, weil man ein verfluchtes Schwert aufgehoben hat. Und danach einfach stirbt. Und einfach 2 Millionen Mal in dem Spiel einfach stirbt. So. Ah, Moment. Das Ding ist das, was lügt. Mit all der Ausrüstung war ekelhafte Kreatur für jede Herausforderung bereit. Zumindest war er das. Bis seine Beine schließlich unter dem enormen Gewicht zusammenbrachen. Seine letzten Worte waren, ich bereue nichts. Gieriger Bastard. Wait, what? What? Nach monatelanger medizinischer Versorgung, die durch den Verkauf all seiner Gegenstände bezahlt wurde, war Tim wieder bereit für Abenteuer. Vor allem, wie wir immer noch nicht drin beim König waren. Das ist sowieso das Coolste. So, ich habe jetzt so die Vermutung... dass im Laden echt warum kann ich eigentlich nicht untertauchen so ...100% ausverkauft. Okay. Also ich muss bedacht sein, was ich nehme.
Ich hatte die Schaufel, das Amulett, den Greifhaken, die Bombe. Und dann der fünfte Kilt. Also ich kann nur 4 Items tragen. Wenn das stimmt. Was ich mir jetzt gerade in meinem Kopf zusammen fantasiert habe. Zack, 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 zack. Und warte mal. Warte mal einen Moment. Kann es sein, dass ich je mehr ich trage, immer weniger hoch springen kann? Weil jetzt komme ich den hier hoch. Und so komme ich hier oben hoch. Und bestimmt hier rechts irgendwie rein. Verdammt. Verdammt. Okay, versuchen wir es mal hier lang, bitte. Das ist wirklich so. Je weniger an Klamotten ich mitnehme, desto höher springe ich. Da reicht es mir halt einfach nicht an. Okay. Ich dürfte gar nichts haben, dann müsste ich das schaffen. Na, seht ihr? Du hast einen Hinweis gefunden. Okay, cool. Okay, jetzt macht das ganze Spiel auch wieder ein bisschen mehr Sinn. Als er in diese große Kiste schaute, stolperte Tim und landete im Inneren. Isaac, er erstickte schließlich. Oh, die Truhe war leer. Nun, nicht mehr. Ja, alles ist schrecklich. Es war Isaac. Nur 72,32% aller Helden sind soweit gekommen. Ist Tim erstickt? Ja. War das genug, um ihn davon abzuhalten, jemals wieder Abenteuer zu bestreiten? Wahrscheinlich. Können wir dieses Handlungsloch ignorieren und einfach weiter abenteuerlustig sein? Natürlich können wir. Haha, wie cool. So. Aber wie komme ich denn... Es wird, glaube ich, Zeit für einen König. Der dunkle Lord hat die Prinzessin zu einer Festung im Osten gebracht. Schnapp dir das legendäre Schwert im Westen und erfülle dein Schicksal, Tim. Bitte, Tim, beeil dich und bring meine Tochter zurück. Nehme diesen Gegenstand mit auf deiner... Entschuldige, Tim, wir haben die Brücke hochgefahren, und um Angriffe der dunklen Armee zu verhindern. Ich kann dich nicht ohne Waffe passieren lassen. Was ist denn das? Du hast den Heldenschild. Verdammt! Da oben lang. So. Okay, wir machen das jetzt mal wirklich so wie vom König. Baut da oben irgendein Viech ein Nest? Irgendein Vogel oder sowas? Ich hab mich doch nicht vertan, ey. So.
Also der Weg führt da oben lang. Ich werde die Brücke senken. Hau ab. Und der Schalter in dem komischen Raum für der Dingens ist auf jeden Fall, wenn ich mit 4 Gegenständen komme. Weil dann bin ich am schwersten. So, Bombe. Ich kann kaum noch springen, aber... alles gut. Da kann ich nicht durch. Kann ich nicht. Gut zu wissen. Achtung, Piranhas. Du solltest da dich hochziehen. Vielleicht konnte Tim das Schild nicht lesen. Vielleicht wusste er nicht, was ein Piranha war. Vielleicht war er nur ein Idiot. Was er sicher war, Piranha ist. Piranha. Piranha. Ja, ich habe immer Piranha vorgelesen. Schwimmen gehen. Okay. Jetzt, warum hat er jetzt eine Glatze? Aber egal. Die Wachen fanden die Leiche von Tim neben dem See und brachten sie nach Hause. Sein Glückshut war jedoch irgendwo verloren gegangen, sodass jeder seine glänzende Glatze bemerken würde. An diesem Tag stolperte Tim direkt nach dem Verlassen seines Hauses über einen Felsen und fiel direkt auf sein Gesicht. Die Wache vor ihm fragte sich, ob dies tatsächlich der Held war, den das Königreich brauchte. Shit happens. Wie shit happens? Wie shit happens? Vor allem, warum ist das erste so ein blöder Sturz? Das Gesicht von Tim sah flacher aus als zuvor und das sagte wirklich etwas aus. Wenn man bedenkt, wie pixelig es bereits ist, es wird seine Schritte das nächste Mal beobachten, wenn er nach draußen geht. Kann ich einfach liegen bleiben? Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal so eine Minute liegen bleibe? An manchen Tagen hat man einfach keine Lust. Der Tag, an dem Tim im Bett blieb, stieg das BIP des Königreichs Bruttoinlandsprodukt des Königreichs um 200%. Der dunkle Lord zog sich aus Langeweile zurück und das Heilmittel für alle Krankheiten wurde gefunden. Gut gemacht, Tim! Yay! Warum ist das 20? Ich will das erste haben! Zwei Tage später. Okay, das war ein gutes Nickerchen. Wie lange hast du geschlafen, Tim? Vergiss es. Es ist Zeit aufzustehen und ein Abenteuer zu finden. Okay. Hinweis. Lasse dich nicht von alten Leuten beraten. Autorität herausfordern. Genau hier. Der sagt mir gar nichts, oder was? Mr. Hux befreit die verborgenen Kräfte der Liebe, verbietet aber die Anwendung von Gewalt. Nehmen wir es einfach mal. Dass Mr. Hux
Unmittelbar nach der Adoption von Pavlov füllte Tim sein Herz mit der Liebe vermisster Katzen. Leider füllte sich auch die Kehle mit Haarballen und auf und er erstickte schließlich in seinem Bett. Ja, okay, klar, logisch. Würde ich genauso machen. Jede Katze im Königreich weint um den Verlust von Tim. Pavlov schwor seinen Willen zu übernehmen und bereitet sich auf ein neues Abenteuer vor. Wait, what? What? Warum bin ich auf einmal eine Katze? Warte, ich sagte, du kannst nicht passieren. Ende der geheimen Passage. Wirkliches Ende der geheimen Passage. Warte. Ja, will ich das jetzt mitnehmen? Weil ich bin jetzt so weit schon gekommen. Zack, zack, zack. Und... Sehr schön. Pavlov, der Retter der Welten. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nee. So. Muss ich links lang? Gehe über den Altar, um deine Gegenstände zu opfern. Hier über den Altar, um deine Gegenstände zu opfern. Bla bla bla. Also da werde ich alle meine Sachen wieder los. Zur Not. Und zack, und ich bin oben. Bitches! Jawohl, du hast die Erdbeere. Haha, jawohl. Man muss Erdbeeren wirklich lieben. Um einen Berg zu besteigen. Pavlov hat sich auf den Rückweg ein Bein gebrochen. Aber diese Erdbeere war es absolut wert. Ja, okay, cool. Haha, ist das geil. Erdbeere! ...58,86% aller Helden sind soweit gekommen. Pavlov wurde im Markow-Berg verloren. Was war los mit diesem Ort? Sein entfernter Cousin beschloss, dorthin zu gehen, um zu sehen, ob er ihn finden konnte. Urteil durch Schwert. Guten Morgen, Lump. Der König wartet drinnen auf dich. Ist mir scheißegal, ob der wartet. Ich ignoriere den jetzt. Ich bin der Nikolaus! Lump sprang in den Schornstein. Bereit, den Geist von Weihnachten zu teilen und Kopien von Revenger zu verschenken. Alle haben das Spiel geliebt und eine Bewertung von 11 von 10 auf der Steam Community seit hinterlassen. Unterschwellige Botschaft. Ach cool, ich bin der Weihnachtsmann! Ich bin der Weihnachtsmann! 2 Monate später. Nachdem Lump überwältigende Kritiken von allen über sein Spiel erhalten hatte, war er voller Motivation und bereit für eine neue Quest.
Warum bin ich jetzt eigentlich Lump? Wie werde ich eigentlich wieder Tim? Zack. So. Okay. Moment. Hier war's. Und schieß mich ab. Okay. Da oben komme ich nicht hin. So, das heißt, wir hüppeln mal den Berg wieder hoch. Und... Oh, Moment. Da ist jetzt ein Ei. Okay. So. Vor allem weiß ich noch nicht so ganz, was Urteil durch Schwert bedeutet. So, was gibt's denn hier unten noch? Moment, das ist der Piranha-Dingens-Bummens. Weil da ist auch Tims Mütze. Komm, ist eine Angel. Ja, war klar. Nachdem er diese Angel aufgehoben hatte, verspürte Lump den Drang, angeln zu gehen. Die Minuten wurden zu Stunden, die Stunden zu Jahren und die Jahre zu einer toten Prinzessin, die niemals gerettet wurde. Hobbys. Wie cool. Ich find's gut. 54,07% aller Helden sind so weit gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Lump erinnerte sich jedes Mal an die Angeltage mit seinem Vater, als er Piranha zum Abendessen hatte. Keine Zeit für Melancholie. Lass uns ein Abenteuer suchen. Warum bin ich denn jetzt immer noch Lump? Ich will jetzt wieder Tim sein. Scheiße. So, ich gehe jetzt hier lang. Ende der Geheimpassage. Okay. Einmal, zweimal, dreimal. Hoch her. Du hast einen Hinweis gefunden. So, Moment, ich muss hier dran. Ich frage mich halt auch, was sowas wie das Bier mir bringt. Warte, wenn ich von... Ne, von oben bringt mir das auch nichts. Ha. Ja gut, ich komme ja sowieso nicht weiter. Du hast die Flöte der Zeit. Tempel der Zeit. Aha. Aha. Ach verdammt, habe ich nicht gesehen. Und
Schade. Dann muss ich frei von jedem Ballast sein. Verdammt. Es war eine ziemliche Leistung, von 18 Stacheln gleichzeitig durchbohrt zu werden. Lump fühlte Schmerzen in jedem Zentimeter seines Körpers, lächelte aber optimistisch, weil er eine bizarre Leistung vollbracht hatte. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ach, ist das schön. Oh, was ist denn? Ja, okay, das ist wieder der gleiche wie vorher auch. Wer hätte gedacht, dass es nicht tödlich sein könnte, 18 Löcher im Körper zu haben? Irgendwie war Lump zurück in der Stadt und bereit, seinen Abenteuer eine neue Chance zu geben. Aufwärmen. Ups. Ende 6. Hinweis, aufwärmen. Autorität herausfallen. Lass dich nicht von alten Leuten beraten. Okay. Okay. Achso, Moment. Das erste ist, lass dich nicht von alten Leuten beraten. Ist das erste einfach wirklich, okay, du spielst das ganze Spiel durch? Sprich, warte, ich sagte, dass du nicht passieren kannst. Ignoriere diese heroische Musik und steig hier herunter. Na, warte, wir ziehen mit dieser Kanone nach Westen, falls der Drache erneut zuschlagen möchte. Aber wir haben keine Munition mehr. Das ist doch... Ja. Moment, hier ist ein Hinweis. Tada! Du hast einen Hinweis gefunden. Also bin ich doch lieber Pavlov gewesen. Weil Lump ist Kacke. Naja, ist okay. Oh, da ist er! Und zack. Ich habe mir ein Bein gebrochen, aber ich habe meinen Traum verwirklicht. Bitte lass mich hier mit meinen Erdbeeren ausruhen. Dein Cousin. Hi, ich bin Miguel, einer der Schöpfer dieser Welt. Ich sammle nur ein paar Erdbeeren. Okay, mach das, Miguel. Einen Moment. Mal kurz gucken. Ja, da unten. Ja, da bin ich eh hingegangen. Okay. Na gut, dann... Auf geht's. Der Glaube kann dir Flügel verleihen. Ohne zu zögern, sprang Lump von der Klippe. Er wusste, dass er es schaffen könnte. Wenn er genug Vertrauen hätte. Aber nein, er hatte nicht genug Vertrauen. Ende. Glaubenssprung. Schade. Okay. 49,99% aller Helden sind so weit gekommen. Nachdem das Video von seinem Sprung viral ging, musste Lump einige Zeit zu Hause bleiben, um den Trolligen durch die junge Generation Y zu entgehen. Okay. So, lass dich nicht von alten Leuten beraten. Ach komm, sonst kommst du auch nicht raus. Affe. Geht's lang.
So. Gehen wir mal bitte hier lang. Ich hab sowieso keine Items. So ein Schwachsinn braucht keiner. Ich bitte dich, hier fällt ja auch eine Ewigkeit. Und da verliert er nicht mal ein Herz. Ah, verdammt, ich wollte hier oben lang. So. Überflutete Höhlen. Da ist der Angler. Du hast einen Hinweis gefunden. Okay, lassen wir den jungen Herrn mal angeln. Zisterne. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Ruheplatz. Es gibt keine Ruhe für die Verdammten. Aha. Aha. Ja, bestimmt. Na? Der Sturz auf mehrere Felsen war schmerzhaft. Ach, ich hätte ihn ausweichen müssen, oder was? Aber Lump war in Ordnung. Und bereit, wieder in das Abenteuer einzusteigen. Warte. Nein! Das war er nicht. Schade. Rock'n'Roll. Okay, also ich muss den ausweichen. Sehe ich das richtig? Oder darf ich da gar nicht runterspringen? 3 Wochen später. Der Älteste hat die Leiche von Lump gefunden und mit einem Zauberspruch wieder zusammengefügt. Lump war jetzt ein Zombie mit einem unersättlichen Hunger nach Abenteuer. Okay, ich verstehe, warum das Spiel echt eine gute Kritik bekommen hat. Man muss echt sagen, es ist wirklich gut. Es ist echt gut. Also, minimalistisch ja. Der Soundtrack ist vollkommen in Ordnung. Also, er ist nicht nervig. Er ist halt im Hintergrund. Passt auch immer relativ gut. Das Spiel ist relativ innovativ. Intuitiv, nicht innovativ. Ich hätte die ganze Zeit da. Warum laufe ich über mein Dach, wenn ich hier einfach aus dem Fenster gehen könnte? Naja, egal. Wurscht, ich war ja immer schnell genug. Oder leicht genug, dass ich da oben drüber komme. Gut, wieder was gelernt. Ich muss sagen, das Spiel für 5 Euro macht das so viel richtig. Und 100 Enden ist schon nice. Also da muss ich echt sagen, wird bestimmt lustig, da noch so das ein oder andere Minütchen reinzustecken. Ich kann es echt nur jedem empfehlen. Also ich weiß auch nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll. Es ist cool gemacht, das Gameplay passt. Es ist nirgendwo, wo ich sage, das ist unmachbar, das ist super schwierig. Es ist halt gut, das Spiel. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Also top, super. Kann man echt nur weiterempfehlen. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Also das ist echt gut gemacht.